Ah, okay. Nun, das ist, glaube ich, ist das einer von den Rabenmonstern? Das Wappen sieht so aus. Boah, der kennt das. Und er hat einen Raben auf der Brust. Ja, das haben alle Fahrer doch auch. Und ja, aber seiner ist nicht gekrönt, wie ihr sehen könnt. Muss man den Mann kennen? Wir Man sollten ihn. erkennt den Raben, daher ist es nicht alanfanisch. Alanfaner tragen den schwarzen Raben auf schwarzem Grund. Richtig, und Rabenmonster tragen den schwarzen Raben auf blauem Grund. Ach du Scheiße. Hat der schwarze Rabe auf schwarzem Grund gesagt? Natürlich, die ja, alanfanische Flagge. Golden. Kann man sehr gut erkennen auf Entfernung. Goldener Rabe. Die alanfanische Flagge ist pechschwarz. Der schwarze Rabe aus schwarzem Grund. Jedenfalls mit seiner Familie werden wir uns gut stellen müssen, wenn wir in der Mark reisen wollen. Also meint ihr, ich sollte so hart und so doll wie möglich auf den Mann einprügeln? Mach ich. Brecht ihm nichts, ja? Ihr tut so, als wäre das mein Anliegen. Und du merkst, Rafim lächelt breit. Das würde ich doch nie tun. Feindet unsere potenziellen Verbündeten nicht an. Oh, der weiße Ritter geht schon in den Ring. Ich werde wohl mal. Ja, wartet, ich muss auch wieder los. Gut, dann kämpfen wir Weißer Ritter gegen Jarlan und wir kämpfen Barnhelm gegen Rafim. Ah, der nächste Kampf. Nie wieder, ja? Wow. Ich mag's. Absolut unwürdig. Wieso? Was hast du gewürfelt? Eins. Ja gut, aber der Weiße Ritter ist einfach schlecht. Das hilft dir schon. Der Bahnhelm, der ist gar nicht schlecht. Och, Frosty der hat würfelt auch, jetzt okay, der hat auch separat. eine 6 gewürfelt. Okay, okay. Der Weiße Ritter, was hatte ich gesagt? Ein Zweihänder. Und Barnhelm kämpft mit einem Anderthalbhänder. Ja, warum hast du jetzt zweimal gewürfelt, meine ich? Weil die verschiedene Initiativen haben, vor allem weil es da auch einen Waffenmeister gibt. Okay. Dann Gut, ist wohl richtig. dann ja, beginnen wir diesmal auf der Seite von Jalan und gehen dann rüber. Der weiße Ritter fängt an Ich lasse ihn und kommen. ja, sagt einen. Ja, was mache ich mit dem weißen Ritter? Wie kämpft er? Einmal einen ganz normalen Schlag. Dann einmal ein ganz normales Gegenhalten. Ja. Nicht getroffen. Ja, ich meine, der Schlag eher lustlos geführt. Ich gehe da an die Seite, gebe ihm irgendwie auf die Schiene mit. Ist ja schneller, müsst ihr schon sein. Nickt nur. Und du darfst Schaden machen. Ja, komm, ich meine, ist ja nix. Ist ja nix. Also ordentlich im Vorbeigehen irgendwie mit dem Knauf auf die Armschiene geschlagen oder ins Gelenk, wenn man das erwischt. Und dann geht's Hier weiter. ziehen wir Rüstung ab und dann ist das über der oder unter der Konstitution. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und das war die erste Aktion. Du bist dran. Ja. 3. Komm, nochmal niederwerfen. Keine Finte kann gar nichts, einfach nur niederwerfen. Gut, Doch, komm, niederwerfen. niederwerfen, Dreier Finte. Niederwerfen ist ein Angriff plus 4, ne? Kannst 4 und jetzt dann mit gegenhalten. einer Finte. Gucken wir uns das an, der Kämpfer war durch. Gut, dann mache ich eine normale Parade. Ist nicht geschafft. Dann, warte kurz, ich würfel TP aus. Das sind 15. Ja, was muss ich beim Niederwerfen machen? Das ist eine KK-Probe, ne? Eine Keine GE. Körperkraftprobe erschwert um die TP, die über der Körperkraft liegen, aber ich nehme an, der Dritte wird schon Körperkraft 15 aufweisen können. Ach, du brauchst keine Trefferzonen, oder? Also, unter bei dem Wurf, ich muss jetzt wissen, was hat er für eine KK? Ja, also die Rüstung dürfen wir noch abziehen? Nee, ne? Die Rüstung ist egal. Es geht bei der Erschwernis geht es nur um die erwürfelten TP. Den Die Schaden kriegt er normal mit Körperkraft. Rüstungsabzug. Das muss ich gerade mal nachsehen, ob ich die Körperkraft irgendwo gegeben habe. Rechne mal sowas wie 13, 14. Ja, 13 und 14 sind hier gerade. 14. Okay, pass auf. Machen wir mal eine 14. Okay, dann hat er einen Punkt Erschwernis auf seiner KK-Probe. Ein Punkt Erschwernis auf die KK-Probe. Die KK-Probe habe ich eben gerade schon gewürfelt. Das war die 14 von mir. Dann Dann ist hat er das das gerade so nicht geschafft. gerade so nicht geschafft. Dann fliegt er 2W6 Inni und stürzt um.
Ich gehe natürlich sofort wieder raus und lasse den weißen Ritter in aller Ruhe aufstehen. Ja, ich werde die Initiative jetzt nicht runtersetzen, weil er wird sich erst einmal in der nächsten Kampfrunde einmal aufstellen. Dann werde ich die Zeit nutzen, um mich zu orientieren. Ja, genau, das wird er nämlich auch tun. Er hat nämlich immer auch nur eine 1 gewürfelt. Dann gehe ich von der 14 auf die plus 5. 19. Lass ich ihn noch machen. Soll er sich Zeit nehmen, so viel er will. Ja, genau. Rappelt sich einmal auf, prüft nochmal den Verschluss des Helmes und dann wird eine ganze Kampfrunde dafür draufgehen. Ich nicke ihm dann mit der Runde zu. Können wir? Nickt. Barnhelm gegen Rafim. Ja, er ist zuerst dran. Zwingt er mich? Nein, ich werde als erstes angreifen und ja. Wir kämpfen auf Distanzklasse S. Ja. Das heißt, du kannst erstmal nicht umreißen, weil du ins Halbschwert gehen musst. Ja. So, was möchte ich denn machen? Binden. Ist Binden nicht eine Parade? Binden ist eine Parade, ja. Dann greif du mal an. Entwaffnen ginge. Ja, er zwingt mich zum Angreifen. Dann kriegt er einfach meine Viererfinde, um mal... Obwohl, ich muss mein Schwert erstmal umgreifen, damit ich es in S benutzen kann, richtig? Nein, im Halbschwert kannst du tatsächlich auf NS kämpfen. Ah, okay. Gut. Das haben wir beim Anfang geklärt. Ich glaube, da steht ja. So in der Waffenmeister drin, ne? Aber jetzt bin ich verwirrt, warum kann ich ihn dann nicht umreißen? Wenn du im Halbschwert stehst, dann geht das. Ich glaube, du hast dir in den Waffenmeister geschrieben, dass du auf einer anderen Distanzklasse umreißen darfst. Nee, steht da nicht. Du musst im Halbschwert sein, um umzureißen. Das darfst du auf allen dann verfügbaren Distanzklassen. Das Halbschwert sagt, du darfst deine Waffe auch, Betonung auf auch, eine Distanzklasse kürzer als deine ideale Distanzklasse einsetzen. Ja, dann kann ich ihn ja umreißen. Dann kannst du ihn umreißen. Stimmt. Ja, ich versuche ihn umzureißen. Ja, na gut. Es klappt sogar. Ja, ich möchte dich binden. Das ist nicht geschafft. Ja, das schafft er nicht. Ja. Ich mach Schaden. Ist eine Elver erschwerte GE. Ja. Die könnte er vielleicht sogar packen. Nein. Nee, packt er nicht. Liegt auf der Fresse. Steht er in einer Aktion wieder auf. Schauen wir mal nach. Nein, er braucht zwei Aktionen. Ja, dann hau ich ihn zweimal. Einmal mit dem Vierer Wuchtschlag. Während er noch am Boden liegt. Nö, er steht auf. Nee, dann kann ich ihn nur einmal hauen. Genau. Ich lasse ihn also einmal. Er versucht jetzt mit der ersten Aktion aufzustehen, schafft es nicht und danach muss er sich entscheiden, ob er mit der nächsten Aktion wieder ja sozusagen aufstehen will in einer Gewandtheitsprobe oder zwei Aktionen sich Zeit lassen will. Das heißt, insgesamt vergehen drei Aktionen, bis er spät oder zwei mit einer weiteren Gewandtheitsprobe. Jo, ach so. Vor allem ist das ein Patzer, oder? Das gibt glaube ich gar nicht dabei. Ja, was will er da patzen? Er steht halt nicht auf. Ja, genau. Steht er jetzt in zwei Aktionen auf? Er braucht zwei Aktionen zum Aufstehen. Okay, also steht er in meiner dritten Aktion steht er wieder. In der dritten kannst du noch einmal zuhauen, wenn du möchtest, aber die zweite, das wäre sehr unrondrianisch, weil er da noch nicht hoch ist. Ja, dann hau ich ihn in der dritten, das ist natürlich dann Nee, dann das steht gar er nicht wieder. Umgewandelt. Das dann ist steht gar nicht wieder. Umgewandelt, da kriegt er trotzdem mit vierer Wuchtschlag ins Gesicht. Ja, ist okay. Der Haufen wird direkt ins Gesicht gehauen. Ja. Kann ich Schaden machen? Ja, klar. Er kann nichts tun. 19 Schaden in den Kopf verdoppelt. Wow. 38 in den Kopf. Nee, 19 minus Rüstungsschutz, der Rest wird dann verdoppelt erst. Ach so. Ja, richtig, okay. So haben wir es gehandhabt. Ey, Junge, bring uns Barnhelm nicht um. Ja, der fällt jetzt um und ist bewusstlos, Junge. Wollte gerade sagen, der ist ausgenockt. Steht auf und bekommt direkt brutal alarmfahrisch deine Bohrensichel ins Gesicht, dass er wieder hinfällt und liegen bleibt. Oh, im Gegensatz zum Zwergenkönig steht der erstmal nicht wieder auf, sondern wird dann auf einer Trage weggetragen. Ich drehe mich um und schaue in Richtung Jala an. Der ist immer noch beschäftigt. Der zum Glück am Kämpfen ist und das Spektakel nicht sehen muss. Immer hat die Hände vors Gesicht geschlagen und schaut zwischen den Fingern durch und denkt sich so, nein! Gut, dann machen wir noch schnell den Kampf Weißer Ritter gegen Jalan. Beide haben sich orientiert. Du hast die höhere Initiative. Ich greife dich an mit einem... Mit einer normalen Attacke. Halte ich wieder gegen. Ist das dein Ernst? Ich bestätige kurz. Ist nicht bestätigt.
Nein. Die Sachen haben wir schlagern. Kann ich nicht. Ja, nächste Aktion. Ja, ich mach eine flockige Viererfinte. Einfach nur mal so. Ja, ist kein Panzer gewesen, ich kann verteidigen. Also ich geh da jetzt nicht mit aller Härte rein, ich fechte einfach noch ein bisschen mit ihm. Viererfinte schaffe ich nicht. Denn nicht? Oh, nein, wir melden. Du brauchst gar keine Zonen, warum würfel ich das immer? Ja, das ist ein bisschen Ausdauerschaden, der rumkommt. Dann hast du noch eine Aktion, die du gegen ihn führen kannst. Ja, Ich mache aber mal ein Niederwerfen. Mit einer... Ja, doch, ich mache ein Niederwerfen. Kann er nichts gegen tun. Kann frei ausweichen. Wieder gar keine Schaden, 1. Sind aber egal. Dann ist das ein gelungener Angriff. Wie gesagt, KK Schwert um 1. KK Schwert um 1. Das ist geschafft. Dann verliere ich wie viel? 2w6. 2w6? So viel? Sorry, es war nur einer. Ja, fürs Hinfallen immer 2. Na, ich falle ja nicht. Die KK-Probe ist ja gelungen. Ach, die ist geschafft. Sorry, dann 1w6. Ich war gerade sagen. Schon ich war gedanklich schon in der nächsten Runde. 1. Dann bin ich auf der 18. Nächste Kampfrunde. Dann möchte ich dich jetzt entwaffnen, in der Hoffnung, dass das klappt. Das hatte ich trotzdem gegeben. Entwaffnen ist ein Angriff plus 8, ne? Ach, mach ich nochmal eine Finte 2. Das ist ganz knapp gelungen. Wie gesagt, ich hatte das Gegenhalten schon angesagt. Ich muss nur die nochmal 2 Erschwernis eintragen. 4. So. Jetzt der Patzer. Oh, er ist geschafft. Dann ja, bei der Qualität 0. Ja, wahrscheinlich beide Qualität 0, wenn sie Attacke wird von 19. Wenn wir beide Qualität 0 haben, gewinne ich, weil ich einen Punkt mehr Inni habe. Ach ja, stimmt, einen Punkt mehr Inni. Okay. Also ich seh das, ich klopf ihn mit dem Ritter aufs Handgelenk. Na, lass das. Ich hab den Vergleich nicht gewonnen. Was passiert jetzt? Ich kann trotzdem... Du darfst trotzdem, eine Waffe macht keinen Schaden, oder? Ich mache keinen Schaden. Ich muss jetzt dir eigentlich die... Nein, denn das Manöver wird durchs Gegenhalten ausgecancelt. Über den halben Waffenschaden an Yala. Ja, ich würde sagen halben Waffenschaden. Das ist so krass, ne? Dass du meine Attacke negierst. Willkommen in der wunderbaren Welt des Gegenhaltens. Ich mache jetzt einfach meinen ganz normalen anderthalb Jahre Waffenschaden. Ja. Ach, was ist denn das? 1w6 plus, ein normaler? 1w6 plus 5. 1W6 plus 5 für normal. Plus DPKK, was wohl ein Punkt sein wird. Hat er nicht. Gut, sind, ja, 11. Kannst du dir, glaube ich, in die Haare schmieren. Puh, gib mal eine Zone. Ach, Quatsch. Ich mein's ernst, gib mir eine Zone. Wertarm, ja, okay, schmieren wir uns in die Haare. Ja, das war dein Gegenhalten. Du bist dran. Wie viel Ausdauer hat er noch? Nicht mehr so viel. Okay. Sieht der fertig aus? Ja, schwitzt. Keucht. Ich tue mal einen Schritt zurück und lass ihn das mal durchatmen. Gut. Wollt ihr weitermachen, oder? Der weiße Ritter schaut so ein bisschen, du kannst durch den Helm die Verzweiflung nicht sehen, aber du kannst das Atmen hören. Zum Turniermarschall, der macht da wohl gerade ein paar Striche und Häkchen auf seiner Liste fertig. Man lasst euch Zeit, nehmt euch die 2-3 Sekunden. Dann müssen wir weiter. Macht er dann noch einmal, er wird dann die Zeit nutzen, um Ausdauer wieder hinzuzubekommen. 3W6, glaube ich, lassen wir einmal in Frieden. Der Turniermarschall sieht das aber natürlich, wird dann auch noch andeuten. Eine Aktion noch, eine Kampfrunde. Letzter Angriff. Ich habe die kleinere Initiative, ich sage das Gleiche an. Ich sage an ein Entwaffnen. Denke, plus das ziehe ich vor. Finte 2. Denke, das ziehe ich vor. Hattest du die Finte 2 bei deinem anderthalb Händler drin? Die war eingerechnet, ja. Die war eingerechnet. Durch meinen Waffenmeister habe ich 2 Punkte Erleichterung. Also ich habe eine Erschwernis von insgesamt 4 Punkten. 2 aus dem Manöver, 2 aus der Finte. Gut. Das hat nicht geklappt. Ja, ich wollte sowieso vorziehen. Ja. Dann mache ich einfach mal ein. Komm, ich will diesen Kampf bis zum Ende sehen, also nur eine Viererfinte draus. Dann machen wir eine Sechser. Weißt du, ja, also, dann ich kann nicht entwaffnen. Ich würde jetzt entwaffnen. Oh!
Ist aber nicht bestätigt. Ja. Du hattest vorgezogen, ich nehme einfach mal die 18 als missglückte Parade. Ist sowieso nicht nötig, aber die Aktion von ihm verfällt, weil das auch nicht geklappt hat. Ich würfel jetzt das gleiche nochmal. Du hast was gesagt? Eine Finte 6, ne? Ja, aber durch die Parade, die ich jetzt eigentlich hätte machen können, wird die ja wieder abgebaut. Genau, aber ich möchte jetzt ja trotzdem wieder meinen Waffen ansagen. Kannst du wieder einen Waffen an? Ich werde das geben. Ja, Finte 2 wieder. Mhm. Oh, das sieht gut aus. Oh, sieht richtig gut aus. Oh, jetzt müssen wir rechnen. Genau. Wie viel hat er über? Du hast einmal eine plus 4 durch die Finte und dann nochmal eine 6. Dann bist du bei 21. Hast du eine 4er Finte angesagt? Ich habe eine 2er Finte angesagt. Ja. Aber du hast noch 6 Punkte übrig aus deiner Finte, die du nicht geschafft hast. Die sind ja bei der letzten Aktion schon verfallen, bei der Parade. Nein. Nicht? Nein. Aber du hast es ja trotzdem geschafft. Du bist dann auf einer 21 ja, okay, dann von 23. Ich, ja, gut, weiter. Das hat er. Gelungene Parade. Dann ist das Entwaffnen. Hat aber nicht geklappt. Es ist ja keine Parade, es war ja ein Gegenhalten. Achso, es war ein Gegenhalten. Ja, deswegen müssen wir gucken, wie viel er über hat. Was hat er für einen AT-Wert? Der AT-Wert ist bei 20. Dann könnte er das gewonnen haben. Warte. Ich habe 2, 3, 4 und er hat 5, oder? Ja, dann kannst du dem weißen Ritter einen Schlag gegenbringen, gewinnst das Gegenhalten und er taumelt erneut zurück, muss wieder schwer Puste holen. Während du dann nochmal Fragen zum Turnierrichter blickst, kannst du aber auch sehen, dass er da gerade irgendwas abnickt. Zeichnet da irgendwas auf seinem Brett gegen und erklärt den Kampf für gewonnen. Mhm. Ich stecke mein Schwert weg und gehe dann mit dem weißen Ritter rüber. Lass den erstmal in Ruhe ausatmen. Nun, ja, prinzipiell sind da die guten Anfänger, aber ich glaube, ihr braucht mehr Übungen. Ja. Na, ne? Du siehst, wie der weiße Ritter sich kurz an das Visier fest mit seinen beiden Händen. Steckt dann schnell wieder den Zweihänder zurück und klettert schnell über die Balustrade. Ich schau noch mal Fragen hinterher, wende mich dann kurz zur Tribüne um, verneige mich und trete ebenfalls ab. Ja, ich würde mir in der Zeit einen Knappen von Rabenmund schnappen oder auch direkt, wenn, also am besten direkt, während die den dann auch wegtragen und dem einen davon einen Heiltrank in die Hand drücken. Mhm. Heiltrank C, 2W6 plus 4. Hier, gib ihm das. Dann steht er ganz schnell wieder auf. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihm das so geben darf, aber wir müssen das natürlich vorher auf Gift prüfen. Okay, ja, dann mach das. Danke, mein Herr, falls das kein Gift sein sollte. Und ansonsten, wie ist euer Name? Rafim. Okay. Meister Rafim. Macht sich eine geistige Notiz, falls es Gift sein sollte, dass Meister Rafim angeklagt wird. Es ist nicht vergiftet, nur ja, dass wir das mal kurz erwähnen. Ist mir schon klar, aber ihm nicht. Alles klar. Ja. Damit steht ihr erneut wieder zusammen. Ja, Lam, was brauchst du denn immer so lange? Ich habe meinen Knappen gerade auf dem Weg hierher erklärt, was es mit weißen Rittern auf sich hat. Die haben gefragt. Ah, Rafim, warum habt ihr den Mann K.O. geschlagen, als er gerade am Aufstehen war? Er konnte sich doch gar nicht wehren. Ihr habt was? Ey, war schon was? Er war schon wieder aufgestanden. Der wurde vom Feld getragen, so stark habt ihr ihm gegen den Kopf gehauen. Ja, das trägt ja immer noch keinen vernünftigen Helm. Aus. War aber alles regelkonform. Richtig. Dass ja. Der Mann dann aufsteht, dann kann man ihn wieder schlagen. Wenn er dann auch liegt, haut man ihn nicht. Er hatte noch gar nicht beide Hände wieder an der Waffe dran, als er aufgestanden war. Deswegen konnte er sich doch gar nicht wehren gegen euren Schlag. Was tut ihr denn? Ihr sollt den Mann doch nicht anfeinden. Hab ich doch gar nicht. Wir brauchen sie noch. Er war doch nur ein Schlag. Kann ich ja nicht damit rechnen, dass er direkt umfällt. Ihr müsst nicht immer mit aller Brutalität draufschlagen. Ich weiß, ihr habt Arme wie Baumstämme, aber kommt, ich zeige euch das mal. Wir gehen jetzt gleich in den Ring. Dann seht ihr mal, wie man ordentlich sich duelliert. Ja, außerdem sind so viele Leute eh nicht mehr über und ich habe das Gefühl, sonst kommt ihr nie dazu, einen ständigen Kampf zu sehen. Dadurch, dass ihr auch beide Kämpfe gewonnen habt, seid ihr sowieso erstmal weiter und unabhängig davon, wie dieser Kampf ausgeht. Ach, das ist eine Rundengeschichte, okay. Ja, man wird das ja auch nicht wieder so auskämpfen wie bei den leichten Waffen dann, aber ganz generell einen letzten Kampf. Ja,
Gehen wir rein, tun wir uns das an. Komm, Jung. Komm, willst du wirklich in der schweren Platte kämpfen? Gegen euch? Da habt ihr doch keine Gelegenheit, nein. Aber mir, könnt ihr mal dahin die Schnalle? Ja, gerne. So? Ja, danke. Ja. Ich leg dann die etwas schwereren Plattenteile ab und trete in Kette, mittlerweile frisch reparierter Kette an. Ja! Jetzt wird's endlich mal spannend hier. Drück die Rüstung deinen Knapp hin in die Hand. Die hoffentlich rumspringt. Ja. Lass dir nicht in den Sand fallen, sonst könnt ihr sie den ganzen Abend polieren. Wissen wir doch sowieso. Ich mag die Knappen. Diese und, wenn ihr eines Tages große Ritter seid, könnt ihr eure Knappen die Rüstung polieren lassen. Wo ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Knappen und Sklaven? Ein Knappe tut das, damit er lernt, wie es heißt zu dienen, wenn er später einmal Befehle erteilt. Immerhin sind wir keine Pagen mehr. Ihr wart auch nie Pagen, aber darüber sehen wir mal hinweg, ja? Kommt, Jalan, lass uns anfangen. Das Turnier wird so langsam langweilig. Mach mir Sorgen um die beiden. Na gut. Mein Angriffswert steigt um einen Punkt. Okay. Hey, hast du so viel Behinderung, dass das sogar auf deinen Angriffswert ausgekommen ist? Ja, Inni, oder? Gut, Inni. Ich gehe mit der 18 ins Feld. Oh ja. Oh, Kinder. Jetzt geht's los. Ich lass ihn kommen. Ich nehme mal einen Start zum Halbschwert. Natürlich. Umreißen, direkt. Gegenhalten, direkt. Ja. Gute Qualität. Ja, für dich um 8 erschwert, mein Freund. Ja, ich weiß. Das müsstest du gewinnen. Ja, natürlich. Qualitätsvergleich können wir uns sparen. Das bisschen Inni reißt das nicht raus. Ja, auf ihm dann los. Oh, nur um 9 erschwerte GE-Probe. Das schaffst du schon. Zone. Wieso deine Zone? Das ist eine GE-Probe. Aber ich krieg ja keinen Schaden. Die ist flockig geschafft. Nee, ach nicht so, um 9 erschwert. Nee, ich wollte. Ja, du fällst auf die Schnauze. Stehst du auf? 2 Initiativverlust. Initiativverlust, das ist wichtig daher fürs Gegenhalten. 2W6. Gar nicht mehr so viel. Dann bist du knapp unter mir. Was machst du? Oh, helf mir mal hoch. Ja, du musst aufstehen. Also, Kampfrunden. GE-Probe, ja oder nein? Schaffst du eine GE-Probe? Ja, klar schaffe ich eine GE-Probe. Gut. Ja gut, dann greife ich dich noch zweimal an. Greife mich noch zweimal an, gut. Durch den Schuss hast du keine Angriffe also ich mehr. Ich denke, ich bin erstmal dran, oder? Oder ist er erst dran? Hey, du bist aufgestanden mit deiner Aktion. Ja, okay, dann bist du jetzt also dran. Gut, gib her. Ja, ich mache erstmal einen Vierer-Finte. Ja, du musst nicht finden. Doch, er hat noch eine Aktion. Ich hab noch eine Aktion, nach damit wir nicht wohl parieren müssen. Nach dem Sturz hat er. Ja. Ja, das ist nicht pariert. Gar kein Problem, warte. Oh Gott. Ist das ein Paradepatzer? Mit der Vierer-Finte? Nee, aber das ist ein Angriffskrit. Das ist viel wichtiger. Erstmal die halbe Parade, 18-9 und dann, also es ist ein Patzer. Patzer bei der Parade. Stimmt. Geht in deinen Schwertarm, sind 24 Schaden in den Schwertarm und du verlierst deine Waffe. Ja, ich versuche vermutlich das Schwert mit dem Arm abzublocken. Merk dann erst, Moment mal, ich habe gar keine Schiene mehr an. Du verstehst gar nicht, was da gerade passiert ist. Und lass dann reflexartig das Schwert fallen. Plötzlich steht dein Arm in einem merkwürdigen Winkel ab und deine Waffe ist weg. Ich schieb mal den Schaller hoch. Aus deinem Arm strahlt ein merkwürdiger Schmerz nach oben, den du bisher noch nicht kanntest. Ich hab immer den linken Arm zum Marschall. Ich denke, wir sind fertig. Waffe verloren, der Kampf ist zu Ende. Eine Runde, Jalan. Eine? Das habe ich nicht. Was habt ihr in dem. Keine 3 Sekunden. Ich streck mal die Hand nach seinem Schwert aus dem Rechten, zieh den dann wieder zurück. Lass mich mal euer Schwert halten, ja? Ja, ich gebe ihm mein Schwert. Oh Gott, ist das schwer! Oh, ihr Götter! In Gereboros ist das gemacht! Nehmt das wieder! Ja, Rafim nimmt es in eine Hand, steckt es dann wieder auf seinen Rücken. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Habt ihr einen Amboss genommen und in ein Schwert umgearbeitet? Ich war jetzt bei der Produktion nicht dabei, aber ich schau mal auf das Schwert. Möglich. Aber warum blockt ihr auch mit dem Arm? Normalerweise geht das mit der Armschiene.
Normalerweise. Ich sollte mal... Ich will nicht sagen, aber... Wenn ihr noch mal irgendwann in dieser Woche antreten wollt, wäre jetzt vielleicht ein guter Moment für einen Heiltrank. Ich werde da wohl auf einige vornere Methoden zurückgreifen müssen. Wo ist denn die gute Magistra? Wie viel Schaden habe ich bekommen? Ich habe es noch nicht eingetragen. Sag mir es nochmal. Du bekommst 24 TPA auf den Arm. Ich glaube, dann kannst du erst Rüstung abziehen und dann halben Schaden. Da kommen 9 runter. 9 runter von 24 sind 4... 15. 15. Das heißt 8 TP. Ja, dürfte also nicht meine Wunde sein. Zum Glück nicht, aber ich... CB-Punkte ist das Problem. Aber dürfte dich vielleicht ausnocken. Ja, ich meine... Ich muss dich nicht umfallen lassen. Rafim ist auch so glücklich mit sich selbst. Keine 3 Sekunden. So, Magister, 3 unten, 3 Siegen. Er hatte doch von diesem Tee erzählt. Ja, der hier. Gießt man den auf die Wunde, oder... Nein, ihr trinkt den. Wollt ihr welchen? Ja, bitte. Und hier sind eure Würseltränke. Oh, danke sehr. Die werde ich wohl brauchen, wenn ich nachher nochmal auf dem Platz stehen muss. Lass uns erstmal Mittag machen. Ich habe Schlimmeres befürchtet. Es ist erstmal Mittag, es geht nicht direkt weiter, oder? Genau, ihr habt die ersten 3 Kämpfe gemacht und ihr könnt dann nach und nach ein bisschen was zu essen bekommen. Ich glaube, wir können dann auch den Tag überspringen. Rafim wird das Ding wohl einstecken. Wir können auch gerne noch einen zweiten Kampf machen, weil ihr seid, wie gesagt, beide. Ihr würdet euch dann auch gerne nochmal im Turnier begegnen. Albrax wäre ansonsten weiter, das heißt, ihr kämpft ein zweites Mal gegen Albrax. Graf Barnhelm ist auch nochmal weiter. Ludal von Wertling ist mit dabei. Und jemand namens Wolf. Nach und nach könnt ihr allerdings auch alle rauskegeln und dann steht ihr euch ein zweites Mal im Finale gegeneinander gegenüber. Und bis dahin habt ihr dann eben die anderen noch einmal geschlagen, aber das werde ich jetzt wie gesagt nicht auswürfeln. Ihr habt Waffenmeister, die eben nicht, und ja, dann würfelt das gerne noch ein zweites Mal aus. Könnt dann kurz vor dem Finale könnt ihr noch einmal euch so gegen 15 Uhr könnt ihr euch nochmal zurückziehen, könnt dann bei einem letzten Bier vor dem Finale könnt ihr dann nochmal euch allesamt untereinander unterhalten. Genau, kannst dann auch die Regenerationstränke eingeworfen haben. Ich schmeiß das erstmal der Teilblütentee, ich schmeiß nochmal einen Wisseltrank hinterher. Alles was geht. Das sollte dann, ich nehme an, die Wirkungszeiten sind kumulativ, das heißt, ich kann nicht gleichzeitig den Tee und den Wisseltrank drin haben. Entsprechend nehmen wir die nacheinander, dann wird die Zeit auch um sein. Wenn genug Stunden vergehen, ja. Und von der nächsten Runde. Ich muss gestehen, er ist immerhin weniger bitter als der Trank. Es ist ein Fortschritt. Ja, werde ich doch mal hoffen. Schließlich aus dem tiefen Süden importiert. Aber nicht aus Alantra, oder? Ich denke nicht direkt. Ich weiß es nicht. Nur so, weiß ja nie. Wollen wir es hoffen? Hat noch jemand was von Barnheim gehört? Nein. Also der müsste eigentlich schon wieder stehen. Ich habe seinem knapp einen Heiltrank in der Hand gedrückt. Ja, zumindest hat er kurz nochmal im Turnier gekämpft, hat da dann auch ziemlich gut abgeschnitten. Also er ist wirklich ein guter Kämpfer mit seinem anderthalb Händer. Und ist dann gegen, wahrscheinlich dieses Mal Jarlan hat er dann unterlegen.